Um zu den Wurzeln der kölschen Sippschaft zu gelangen, besucht man am besten die Altstadt. Vorzugsweise kommt man mit dem Schiff an, so wie über Jahrhunderte Kaufleute aus aller Herren Länder, die sich der Stadt näherten, um hier auf den großen Märkten ihre Waren anzubieten. Vor uns liegt sie also, die ursprüngliche Kölner Altstadt, oder besser gesagt die Altstadt in der Altstadt. Denn hier am Rhein außerhalb der Römersiedlung war vor 1000 Jahren die Keimzelle Kölns als Handelsstadt, gegründet von auswärtigen oder sagen wir ausländischen Kaufleuten. Rund um die zentralen Plätze Heumarkt und Altermarkt lebten einst gebürtige Straßburger, Wallonen, Flamen, Friesen, ein paar Sachsen und viele andere. Auch auf diesen Filmaufnahmen strahlt die Altstadt noch das Flair des Mittelalters aus und ist der Mittelpunkt des Handels und der Wochenmärkte. Hier bieten die Bauern aus dem Umland ihre Produkte an. Kartoffeln, Gemüse, Obst aus eigenem Anbau. 800 bis 1000 Wagenladungen werden hier an Hauptmarkttagen umgesetzt. Die Kamera erlaubt uns auch einen Blick hinter die idyllische Fassade des Martinsviertels. Auf den ersten Blick ist hier das unbestrittene Terrain der kölschen Kinder, genannt Penz. Die vermeintliche Romantik verfängt. Doch seit dem Wegzug des Hafens vor 30 Jahren hat man das Viertel weitgehend sich selbst überlassen. Viele der uralten Häuser stehen vor dem Verfall und vor dem Abriss. Einige Straßenzüge gelten als Elendsquartiere. Einst stolze Altstadtgeschäfte halten sich mit billigen Gelegenheitsverkäufen über Wasser, wie hier am Buttermarkt. Das heißt, in den Gassen, in denen einst der Warenverkehr florierte, blühen nun Prostitution und Hehlerei. Wer kann, singt und musiziert auf der Straße. Köln gilt als Europas Hauptstadt der Straßenmusikanten. Von den Zuständen in den Gassen des Martinsviertels ist beim Blick über die Altstadtdächer nichts zu spüren. Allzu viele möchten noch nichts davon wissen und verweisen lieber auf den gepflegten Eindruck, den der Altermarkt macht. Die gute Stube ist seit etwa 1000 Jahren der Marktplatz der Stadt und gilt als Herzstück der kölschen Seele. Wenn man Wünsche äußern dürfte, dann wäre jetzt Blumenmarkt. »250 große und kleine Gärtnereien können sich zu dieser Zeit in der Stadt halten. Einen guten Grund, ein paar weiße Chrysanthemen mitzunehmen, gibt es in Köln immer. Ob zum Geburtstag, zur Beerdigung oder zur Hochzeit, oben im historischen Rathaus.
Es gilt als das älteste Rathaus in Deutschland und hat eine Baugeschichte von 800 Jahren. Die Figuren des Rathausturmes zeigen Persönlichkeiten der Stadtgeschichte, von Bischöfen, Kaufleuten und Handwerkern bis zu den Kölner Stadtheiligen. Das Rathaus liegt mitten im ehemaligen jüdischen Viertel, der ersten Gemeinde nördlich der Alpen. Hier ein Blick durch die Judengasse auf die Renaissance-Laube. Konrad Adenauer residiert hier 16 Jahre als Oberbürgermeister von 1917 bis 1933. Als Chef der katholischen Zentrumspartei ist er die Galionsfigur der Konservativen und er spürt in sich ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein als Rheinländer.